Absage wegen Corona-Entwicklung. Die Gesellschaft für Handwerksmessen hat die internationale Handwerksmesse in München abgesagt, die Archivbilder. Hintergrund sei die Empfehlung des Krisenstabs der bayerischen Staatsregierung, große internationale Messen bis auf Weiteres abzusagen. Mittlerweile hat sich das Coronavirus in Deutschland offenbar in fast alle Bundesländer ausgebreitet. Auch in Sachsen, Thüringen und Brandenburg wurden laut Behörden Infektionen mit dem Virus nachgewiesen. Der Arzneimittelkonzern Pfizer arbeitet laut eigener Aussage an einem Präparat, das bei der Eindämmung des Coronavirus helfen könnte. Das Pharmaunternehmen habe bestimmte antivirale Stoffe identifiziert, die das Potenzial haben könnten, die Vermehrung des Coronavirus zu hemmen. Man hoffe, bis Ende März Ergebnisse vorlegen zu können. Falls einer oder mehrere der Stoffe erfolgversprechend seien, wolle man bis Ende des Jahres die notwendigen Tests durchführen.